Im heutigen Video und zum Anlass des neuen DLC von Elden Ring wollen wir uns einmal anschauen, warum From Software konstant seinen Weg treu geblieben ist und warum es uns immer wieder mit solchen tollen, dunklen Fantasy-Spielen und so gemeinen Spielen auch beglücken kann. Denn das liegt tatsächlich ausnahmsweise mal an der Spitze der Firma und nicht nur an den tollen Entwicklern, die dahinter stecken. Zunächst einmal müssen wir ganz klar festhalten, dass die Firma schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrung hat, denn sie wurde 1986 gegründet und wenn man sich das Resümee anschaut, welche Spiele die schon alle geschaffen haben, dann sehen wir verdammt viele. Es ist also keine Firma, die irgendwie ein unbeschriebenes Blatt ist und erst mit Dark Souls aufgekommen ist. Denn viele kennen wahrscheinlich auch Armored Core und die ganze Reihe dahinter und werden wahrscheinlich From Software auch deswegen kennen. Denn sowas wie King's Field und so weiter habe ich nie gespielt, auch Armored Core nicht. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich sehe halt nur, dass diese Firma halt schon seit 1986, was ja immerhin schon fast 40 Jahre sind, konstant Videospiele produzieren und halt mit Dark Souls bzw. Demon's Souls als erstes ein richtig neues Genre aufgerissen haben, das die Leute jetzt mittlerweile seit 15 Jahren begeistert und natürlich den verständlichen Namen Souls-like trägt, wo natürlich auch andere Ableger wie Sekiro oder Bloodborne entstanden sind, die eben dieses Prinzip verfolgen und die euch immer schön so richtig fies leiden lassen, euch konstant sterben lassen und doch diesen Reiz haben, den nächsten Boss, den nächsten Abschnitt zu schaffen, zum nächsten Bonfire zu kommen, also den Ort, wo man sich ausruhen kann und seinen hart erkämpften Fortschritt speichert. Wie aus dem Nichts schienen diese Spiele den Markt überrannt zu haben. Die Publisher damals hatten nicht mit solchen Zahlen gerechnet, die im Endeffekt ankamen. Man hatte bei Dark Souls zum Beispiel Zahlen von 2,3 Millionen verkauft, obwohl das Spiel halt so brutal und nischenhaft war, was eine unglaubliche Zahl ist, vor allem wenn wir uns vorstellen, was die meisten Firmen zu solchen Spielen sagen würden. Ein Singleplayer-Spiel, brutal, fordernd, frustrierend, also wirklich auch für mich als erwachsener Mann extrem frustrierend. Wie konnte es sein, dass dieses Spiel sich so verkaufte? Wie kann es sein, dass dieses Spiel ankommt? Das geht doch gar nicht. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, dass diese Gedanken 2009, 2011 schon da waren, obwohl eben damals auch Spiele rauskamen wie Dragon Age Origins. Ich wink mal rüber zu Wailguard, wo tatsächlich auch die Schwierigkeit recht hoch war. Man musste das Kampfprinzip verstanden haben. Man hatte ein dunkles Fantasy-Setting und auch das war natürlich absolut eingeschlagen wie sonst was, hatte aber natürlich eine größere Firma hinter sich und war halt als BioWare nicht ein unbeschriebenes Blatt. Während man mit From Software wahrscheinlich eher aus Nischen, vielleicht im PlayStation-Bereich, kannte, aber eben nicht mit solchen Spielen, wie sie Demon's Souls und Dark Souls darstellten. Und versetzen wir uns jetzt mal in die Zeit um 2020, 2024 herum, dann wissen wir doch, dass solche Spiele natürlich überhaupt nicht mehr einschlagen konnten. Eigentlich ab 2015, sagen wir mal, wo sich doch maßgeblich was in der Gaming-Industrie geändert hat, da kann sowas nicht ankommen. Es waren nicht genau die Checkboxen, die da waren, es war nicht dieses schön seichte Gefühl, das Handholding, das die Spiele doch mit sich bringen mussten, auch wenn es Rollenspiele waren, damit man am besten den Questmarker links und rechts findet und überall wieder. Es kann also nicht sein, dass es weiterhin erfolgreich war. Wir wissen natürlich alle, es war weiterhin erfolgreich. Weiterhin hat es seine Linie gefahren und das ist das, worauf ich hinaus will mit diesem Video. Weiterhin ist From Software diese Linie gefahren und hat mit Dark Souls 2, auch wenn viele das natürlich schlecht finden, und Dark Souls 3 und Elden Ring und weiteren Spielen noch immer weiter Hits, die in diese gleiche Nische hineingingen, gelandet. Und viel Kritik gab es ja zum Beispiel auch beim Release von Elden Ring, der schon ein bisschen albern war von manchen Entwicklern, die sich da ja beschwert hatten über verschiedenste Aspekte des Spiels, wobei sie einfach nur tatsächlich ja ein bisschen Angst vor dieser Konkurrenz hatten. Ähnliches geschah ja jetzt auch bei Baldur's Gate wieder, was ich einfach nur wirklich ein Armutszeugnis in der Gaming-Industrie finde, auch wenn ich natürlich verstehe, dass manche Entwickler nervös werden und sich ja mittlerweile wirklich Angst um ihren Job machen müssen. Und all das halt in einer Zeit, wo sich wirklich große Publisher wie EA hinstellen und sagen, Singleplayer-Spiele sind tot, wo Ubisoft sich den Live-Service-Games zuwendet und alle sagen, ah, das macht keinen Profit mehr, dieses Singleplayer-Spiel kann da nicht mehr funktionieren, dieses Setting kann da nicht funktionieren. Wenn diese drei verschiedenen Punkte nicht abgehandelt sind, die exakt das widerspiegeln, was in der Realität drin ist, dann kann das Spiel nicht funktionieren. Es muss also irgendwie scheitern eigentlich, aber es tut es nicht. Und deswegen hat jetzt dieses riesige DLC, worauf sich so viele Menschen freuen, angekündigt und das jetzt auch wirklich released. Mit natürlich exzellenten Werken. Wir sehen zum Beispiel hier wieder, dass Elden Ring auf Top 3 ist, der gespielten Spiele auf Steam, in der Steam Database. Oder wir sehen auch in diesem Artikel von Games Hardware, dass Shadow of the Erdtree einen gigantischen Triumphzug auf Steam feiert. Eben weil das DLC so als Topseller verkauft wird und auch Elden Ring an sich wieder so sehr gespielt wird. Apropos DLC, wenn ihr Bock habt, mal nicht nur die großen Millionär-Screener zu unterstützen, könnt ihr auch bei mir mal vorbeikommen bei Twitch, OmniLP und mich gerne ein bisschen supporten, indem ihr einfach folgt und mal ein bisschen was zuschaut und mich leiden seht, denn ich bin alt, hab schlechte
Reflexe und werde richtig viel leiden. Von daher werdet ihr da den Spaß eures Lebens haben. Und sonst subscriben, Kommentar da lassen, haut alles raus, das würde mir helfen. Dankeschön. Und das Krasse, trotz dieses Erfolges verzichtet das Spiel konsequent darauf, irgendwelche Monetarisierung einzubauen. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten von uns würden sogar Monetarisierung okay finden, wenn es darum ginge, sich vielleicht mal einen Skin zu kaufen oder sonst irgendetwas. Das heißt, das Spiel ist ja nicht deswegen nur gut, weil es keine Monetarisierung hatte. Das Spiel ist deswegen gut, weil die Atmosphäre derart krank dicht ist, die Technik, die dahinter steckt, super ist, das Gameplay absolut süchtig machend ist, frustrierend natürlich auch die Hölle, das ist klar. Und das hat einfach Komponenten, die so viele Spiele mittlerweile einfach verloren haben. Aber macht das erstmal den Otto Normalverbraucher in CEO-Riegen klar, dass deswegen das Spiel glückt und nicht, weil wir möglichst viel Monetarisierungen drin haben. Denn wenn das alles stimmt, würden sich die Spieler auch nicht so aufregen, wenn es halt irgendwelche Monetarisierungen sind, wo man mal einen Zehner da lassen kann. Das würden wahrscheinlich die meisten mit Kusshand machen und sich darüber sogar noch freuen, dass sie mehr Sachen haben, die sie benutzen können in ihrem dritten New Game Plus Spiel, den nächsten Durchlauf mit Nackig und Keule und sonst irgendwelchen Ideen. Dieses grundlegende Prinzip kann man, glaube ich, keinem CEO mehr von vielen Firmen beibringen, aber es scheint ja so zu sein, dass bei From Software die Entwickler noch freie Hand haben, kreative freie Hand haben und ihre Produkte so entwickeln können, wie sie wollen. Was wohl auch daran liegt, dass es eben in Japan entwickelt wird und da die Restriktionen des ganzen Produktionsverlaufs nicht ganz so drastisch sind, wie sie leider in Europa oder Amerika sind, aber eben auch an dem Chefs der Firma. Und das können wir sehr gut an diesem Artikel hier sehen. Denn Miyazaki, bitte, wenn ich ihn falsch ausspreche, lass mich in Ruhe, spricht nämlich über Entlassungen und zitiert da eben auch den verstorbenen Nintendo-Präsidenten, der damals tatsächlich seine Gage wegen Misskalkulationen der Wii U, glaube ich, war es, zitiert mich nicht deswegen, tatsächlich abgegeben hat an die Entwickler, damit die Entwickler nicht leiden müssen. Und dazu nimmt er auch ganz klar Stellung. Und das können wir hier sehen. Wenn ich mit mir selbst und diesem Unternehmen spreche, möchte ich sagen, dass ich den Mitarbeitern von From Software in keiner Million Jahre so etwas wünschen würde, wie eben die Entlassung, die jetzt in den anderen Branchen oder anderen Firmen stattfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Muttergesellschaft, also Kadokawa, das sie in 2015, glaube ich, übernommen haben, das versteht und diese Ansicht teilt. Und er bringt da eben ein super Zitat von eben diesem verstorbenen Nintendo-Präsidenten, der ganz klar gesagt hat, wer Angst hat, seinen Job zu verlieren, hat Angst davor, gute Dinge zu machen. Und das meint auch innovative Dinge, besondere Dinge, bahnbrechende Dinge. Man will halt gucken, dass man nach dem Lehrbuch arbeitet und nicht aus der Reihe tanzt, damit man nicht diesen Job verliert. Und das sieht er hier halt genauso. Das heißt, unglaublich, dass er da versteht, was die Firmen brauchen, damit auch wirklich so etwas geschmeidig und funktionell auch ablaufen kann. Und er sagt natürlich weiterhin, und das ist ja auch vollkommen verständlich, hundertprozentige Garantie gibt es nie, aber er sagt, zumindest solange ich für dieses Unternehmen verantwortlich bin, werde ich nicht zulassen, dass solche Entlassungen passieren. Hoffentlich können unsere Spieler und Fans daraus ein wenig Zuversicht schöpfen. Ihr müsst euch einfach vorstellen, klar, es kann immer noch eine Corporate-Aussage sein, das wollen wir natürlich schon mal als Disclaimer vorab stellen, aber dass er auch sich auf die Spieler und Fans bezieht und ganz klar sagt, ich will dafür sorgen, dass meine Arbeiter so eine Sicherheit spüren, dass sie sich im Laufe einer Entwicklung nicht Angst machen müssen, entlassen zu werden, weil mal ein Spiel nicht so funktioniert hat, wie sie es vielleicht gewünscht hätten, und sagt gleichzeitig eben noch, hey Spielerfans, wir hoffen, dass ihr da Zuversicht schöpfen könnt, dass wir euch weiterhin gute Produkte bringen. Das ist halt einfach eine Aussage. So eine Aussage würde man halt niemals von oder von den wenigsten anderen Firmen hören, die halt schon so etwas erreicht haben, in so hohen Höhen sind, wie jetzt From Software durch eben ihre besonderen Titel. Und mich persönlich erstaunt es halt, dass man solche Dinge tatsächlich so sagen müsste, als wenn es etwas Besonderes wäre. Also ich hier mich hinstelle und sage, guckt euch mal diesen Chef einer Firma an in der Gaming-Industrie, der hat das Konzept verstanden, wie eine gesunde Arbeitsbedingungen sein sollten. Ich meine, wir selber kennen das ja wahrscheinlich auch. Wenn wir doch jeden Tag Angst haben müssten, entlassen zu werden oder den Gedanken hätten, wir können unsere Arbeit nicht so entfalten, wie wir wollen, selbst bei den einfachsten Handgriffen, dann haben wir doch riesige Probleme. Und gerade bei kreativen Bereichen, wo wir halt wirklich ja, Gehirnschmalz anwenden müssen, um irgendwas Fantastisches aus der Welt zu schaffen. Und wenn wir jetzt mal an so Dark Souls unterdenken, diese Geschichte sind ja immer komplett abgespaced. Ich will gar nicht wissen, wie es bei denen im Gehirn aussieht. Aber da kann ich natürlich nicht erwarten, dass da ein super Produkt herauskommt. Wenn ich dann Druck habe und jedes Mal weiß, in der nächsten Stunde, nächstes Jahr, nächsten Monat könnte ich gekündigt werden, weil der CEO seine Gehälter ja auf keinen Fall herabsetzen will, sondern sogar noch erhöht, kommen wir im nächsten Video zu, um sich halt noch die nächste Insel zu leisten, während die Entwickler reihenweise vor die Tür gesetzt werden und Firmen geschlossen werden. Und im Hinblick darauf, was ist denn jetzt eigentlich das Erfolgsrezept von From Software? Ist es, dass das Spielkonzept so einfach ist? Nein.
Nein. Ist es, dass die Technik irgendwo versimpelt ist? Nein. Sind die Mechaniken einfach? Nö. Gibt es halt sehr leichten Zugang zum Spiel? Auf keinen Fall. Was ist aber das Geheimnis? Das Geheimnis ist etwas ganz Grundlegendes, menschlich, aber auch wirtschaftliches. Denn eine sichere Arbeitsumgebung und sich seiner Linie treu zu bleiben, sind eine der wichtigsten Sachen. Denn im kreativen Bereich muss ich das schaffen, was ich im Kreativen auch am besten schaffen kann. Denn wenn wir uns mal anschauen, ich hatte ja eben erwähnt, Demon's Souls kommt aus 2008/09 und Dark Souls aus 2011. Wenn wir jetzt mal Dragon Age Origins nehmen, kommt aus der gleichen Zeit. Und trotzdem hat BioWare seinen Weg doch offensichtlich verloren und ganz groß gewandelt, während zum Beispiel Firmen wie From Software, da können wir auch Larian Studios reinnehmen, ihren Weg konstant gehalten und weiterentwickelt haben. Denn Elden Ring ist eine Weiterentwicklung, aber immer noch auf den Stärken basieren, die sie schon immer hatten. Und nicht, weil man 2, 3, 4, 5 Checkboxen bekommen hat durch Beraterfirmen, die doch genau diesen entsprechen sollten, was in irgendeiner Weise gerade viel Geld bringt, politisch anerkannt ist oder sich nach der größten Gruppe, also den kleinen Kinderchen zum Beispiel aus Fortnite richtet. Und deswegen sprechen wir noch immer in hohen Tönen von From Software, freuen uns auf jedes Produkt und würden wahrscheinlich sogar Monetarisierungen oder Preiserhöhungen akzeptieren von diesen Spielenfirmen, weil sie eben ihrer Linie treu bleiben und immer wieder mit sicheren, guten Produkten versorgen, die auch in einer geschützten Umgebung entstanden sind. Im Gegensatz eben, wie jetzt im Beispiel BioWare, die von EA ganz klar heruntergewirtschaftet worden sind und lange nicht mehr das leisten, was sie eigentlich am besten können. Wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das ähnlich? Seid ihr auch absolute From Software-Fans? Findet ihr diese Aussage absolut korrekt? Die sollte auf jeden Fall eigentlich jede Firma tätigen? Oder seid ihr ganz anderer Meinung? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like, ein Abo da und bis zum nächsten Mal.